Geht ja gut hier los, Leute. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Holz hacken und dann schon kommen hier die ganzen Zombies. Was ist denn hier los, Mitch? Wie man roh arbeiten kann man hier? Kannst du auch keinem erzählen? Bleib liegen. Wow. Da rennt noch Uschi rum. Leg dich. Uschi. Ich hab dich schon gesehen. Uschi, falsche Waffe. Nee. Warum die Nixen? Patrouille alleine. Ist jetzt Ruhe da? Tut doch nicht Not. Ihr wollt nur Holz hacken. Haben wir denn jetzt alles? Ich hoffe es. Jo, gut. Dann mach ich mal weiter. So, jetzt aber richtig. Erstmal herzlich willkommen zurück bei 7 Days. Ich wollte eigentlich nur schnell Bäumchen hacken, damit wir ein bisschen Holz kriegen. Jetzt haben wir Holz. Knapp 3000 reicht erstmal. Damit das nicht so langweilig wird, dann kam mir doch tatsächlich die Zombie-Patrouille dazwischen. Aber gut. Gehört zum Spiel dazu. Was habe ich jetzt überhaupt einstecken? Federn und Ei. Das kommt aus zwei Nestern. Federn kommen hier mit drin. Wunderbar. Muni nehme ich jetzt wieder ein bisschen mit. Wir fahren jetzt gleich wieder so rüber zu Jin. Ja. Ja, das sollte reichen. Wir wollen es noch nicht übertreiben, aber ich will sie halt gerne hochkriegen. Wir werden diesen Tag jetzt noch bei Jin machen. Wir werden aber definitiv. Der ist schon mal fertig. Komm hier, den kannst du mal essen. Hast eh Hunger. So, dann packen wir die zwei hier und haben ein bisschen Essen für unterwegs. Dann passt das schon. So, wir werden jetzt nochmal mit Jin machen und den nächsten Tag werden wir uns denn um die Hordenbase kümmern. Ich weiß, wir haben noch 5 Tage Zeit bis zur Horde, aber es wird ein Weilchen dauern, bis die fertig ist. Zumindest müssen wir auch irgendwann mal anfangen, sonst kriegen wir sie nämlich nie fertig. Jetzt mal kurz was gucken. Das kann drin bleiben. Die zwei Sachen nehme ich mal raus. Ich weiß gar nicht, ob sie Restock hatte. Das nehme ich auch mal raus. Wir wollen bei ihr nämlich auch gleich gucken, ob sie was Neues hat. Jetzt kommt hier die... Ist das dein Ernst? Wo bist du, Vehikelviech? Da. Ich sag, irgendwie mag das Spiel heute nicht, dass ich loskomme oder überhaupt irgendwas schaffe. Das Spiel will mich ärgern heute. Komm, das Funzel-Vehikelchen hier war doch nicht die einzige, oder? Sie sehen, ich habe keinen mehr. Ich höre aber, da ist noch ein Tom, okay. Sehr schön, da ist noch ein Stevie. War es das jetzt? Okay. Nein, war es nicht? Wo? Ach, das alte Mütterchen kommt noch um die Ecke. Okay. Bitte. Brennmutti. So, darf ich jetzt den Jin? Darf ich? Oder hat das Spiel wieder was dagegen? Darf ich? Gut. Ich höre da schon wieder was. Hier natürlich. Hier ist doch Captain Rotz zu viel. Wo? Sag mal, bewegst du dein Hintern mal von meinen Feldern weg? Nee. Jetzt aber. Mensch, das Spiel hat mir mal erlaubt anzukommen.
Ein Wunder. So, warte mal, die Patrouille hier aus dem Sack. Komm hier erstmal rein. Ja, kann man erstmal rein. Den gucken wir jetzt mal. Jane inzwischen hat sie auch auf. Und der war, geben die Quest ab. Gucken, ob sie Restock hatte. Ich weiß es mir nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Wir haben den Tag davor alles gekauft bei ihr. Das weiß ich. So, Jane, was hast du denn Schönes? Ach, Zombies kommen auch schon wieder. Naja, gut, Stall haben wir aber erstmal. Wir nehmen die Zollschriften. Wunderbar. Jetzt hat sie Level U. Jetzt, oder was? Wo ich gerade hergefahren bin. Jen, ich sagte, ich könnte dich manchmal... Oh, ja gut. Sicherheitskamera, taktisches Sturmgewehrpaket, Dartfallenpaket, 280 Brille. Das ist alles Mist. Ich nehme das taktische Sturmgewehrpaket. Besondere Aufträge, 1,8 Kilometer. Trader Yuke. Fantastic! Oh, danke, Jen. Gut, wir haben hier einmal Fallen zweimal und Reparaturwerkzeuge zweimal und Sturmgewehre zweimal. Und was hast du hier drin? Money. Und ein Dreier-Sturmgewehr, das kannst du gleich wieder haben. Auf jeden Fall haben wir hier noch ein dreimal Sturmgewehre. Allgemein will ich bei dem mal gucken, Jen. Restock hat sie um am Tag 31, also morgen. Ne, den hat sie auch keinen gehabt. Okay. Wir haben ja gestern erst eingekauft. Aber du kriegst den, den und den. Now that gut. Was a good deal. Dann machen wir es anders. Wir fahren nach Hugh. Den haben wir nämlich noch gar nicht, den guten. Dann wissen wir, wo der nächste Händler ist. Das war schon mal schön. Und mal zur Kiste hin. Ihr bringt das jetzt eh nichts. Die Stufe 4er Quest hat sie erst am nächsten Tag. Aber ich werde hier zumindest die Muni mitnehmen. Ich meine, der Rest ist hier jetzt nicht so wichtig. Das ist alles Tinnef-Kram, außer vielleicht Schießpulver, den wir eh in Massen haben und auch in Massen farmen können und auch demnächst in Massen kriegen. Aber, naja, Geld nehmen wir auf jeden Fall mit. Muni nehmen wir auf jeden Fall mit. Haben wir hier noch etwas drin? Nein. Gut. Das haben wir eingesteckt. Bei Juke können wir bestimmt auch wieder einkaufen. Da fahren wir jetzt auf jeden Fall hin. Gute Hugh oder Hauk oder ich weiß bis heute noch nicht, wie er ausgesprochen wird, befindet sich im Wasteland. Oder auch Ödland zu gut Deutsch. Ja, so nennt man Freund. Sehr schön. Hier müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Hier dürfte unsere Game Stage deutlich höher sein. Jo, auf 210. Schön, schön. Irgendwie mag ich es. Wir haben ja mittlerweile Gott sei Dank auch das Buch, dass wir auf Minen treten können. Also sollte es jetzt zumindest minentechnisch nicht so das Problem werden. Questtechnisch müssen wir hier wirklich gewaltig aufpassen bei der Game Stage jetzt. Könnte gefährlich werden. Aber erst mal, mein Freund. Wo hast du deine, genau, hier ist einer. Die Geräusche hier, ne? Gut, hier noch irgendwas drin? Jo, Arbeitsstation. Ein bisschen Schießpulver, Wirkung, bla bla bla. Wo ist der Zementmischer? Aber hier ist auch die Loot-Chance höher, ne? Oder? Naja, ja gut. Ja gut, sie ist wohl höher, aber ich kenne ja mein Glück, ne? Hier, da können wir nochmal reingucken. Ich sage ja, ich kenne mein Glück. Wo ist so ein Zementmischer? Hier haben wir zumindest noch mal ein bisschen Benzin. Das kann auch nicht schauen. Ich will hier gar nicht alles weglooten. Da bin ich gleich wieder voll, Mensch. Ich will doch nur seinen Zementmischer. Wo ist denn der? Hier haben wir noch so ein Dingsbums. Da hat die Automaten stehen. Ich glaube aber auch, wenn ich da richtig informiert bin, ist seine Munitionskiste nicht mehr auf dem Turm, sondern jetzt bei ihm drinne. Ich habe keine Ahnung, wo der Zementmischer ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dort drinne oder habe ich ihn hier drin einfach nur nicht gesehen?
Nee, hier drin ist er. Doch, ich habe ihn nicht gesehen. Okay. Estimat, Arbeitsstation Buch. Das kannst du mal hier lassen. Wir gehen jetzt rein zu dem Guten. Gut, und ich glaube... Nö, das ist es nicht. Ich gedacht, das wären die... Hier! Ja, gut, der kommt weg. Muni, nehme doch keine mit. So, mein Freund. Sure doubted it. Jo. Warte mal. Hier, Stollwerkzeugteile, das kannst du mal rum. Das nimmt nur Platz weg. Sandpflicht eh raus. Hast du sonst irgendwas an brauchbaren Sachen? Munition? Hyperwire? Okay, Schrottflinten. 7,62er. Nehmen wir voll mit. Danke, mein Freund. Aber ansonsten hier auch nochmal 17. Sonst hast du auch nichts. Hast du irgendwas an Büchern? Fertigung von Gewehre zweimal. Handfeuerwaffen. Bogen. Sprengstoffe. Robotik-Drohnen-Booster-Mod. Ah, das haben wir jetzt nicht. Sonst noch irgendwas? Essen? Nichts Brauchbares haben wir auch dabei. Ach, er hat eine Chemiestation. Ach, er hat eine. Du kannst mich mal. Jetzt brauche ich sie nicht mehr. Und ansonsten? Ansonsten hat er genauso Müll wie alle anderen. Gut. Are we done here? Erstmal zweimal Gewehre. Den haben wir hier nur einmal Handfeuerwaffen und noch einmal Bögen. Wir sind schon wieder rabbelvoll. Ich stecke gleich draußen die Kiste auf. Gut, da wir ihn ja noch gar nicht haben, ist er natürlich auch Stufe 1. Vergrabene Vorräte habe ich absolut keinen Nerv drauf. Besondere Zombies. Radio Outpost. Das kenne ich nicht. Kann ich ja nicht looten? Hebbel, nur halt die Sabbel, Junge. Aber hier liegt noch Muni. So, warte mal. Erstmal Kiste draußen ausstellen, sonst würde ich mich hier wirklich fest. Ist ja hier ein Wetter, du. Ich meine, laut Story? Oder die Story? Naja, Story ist das falsche Wort, was safe ist. Story ist ja noch nicht drin. Aber es soll ja noch eine Story rein. Und ich meine, die Funpimps haben auch verlauten lassen, dass hier halt quasi alles begonnen haben soll mit der Verseuchung. Das ist hier irgendwie eine... Habt den vergessen? Sprengstoffe? Okay. Radkappenminen freigeschaltet. Dass hier quasi irgendeine Katastrophe passiert ist, Nuklearausbruch oder Atomkraftwerk explodiert, irgendwie sowas in der Richtung jeweils. Und dass es deswegen hier so zerstört ist. Die Story kommt ja noch. Zwei Stacks lasse ich auf jeden Fall drin. Ja, das kann aber erstmal hier bleiben. Hauptsache, wir kriegen Platz im Mobbit. Erstmal alles drin. Hier kann er unten. Gut, und den wählen wir jetzt wieder. Warte mal, ich habe schon wieder viel zu viel TNF einstecken, ne? Ich weiß nicht, wo die Zombies sind, die von rumgeknüppelt haben. Hier muss ich wirklich etwas aufpassen. So, die brauche ich, den brauche ich auch zum was stacken. Muni brauche ich auf jeden Fall auch. Eigentlich. Ich meine, die beiden brauche ich jetzt nicht unbedingt. Brauche ich den Rest. So, die Quest ist da vorne. Fahren wir da mal hin. Es ist die kleine Hürde hier oben. Das kleine Mini-Ding. Na gut, Einser-Quest. Aber wir müssen ihn ja auch hochkriegen. Wir sind auf jeden Fall unterwegs out of sprint gewesen. Hey, mal gucken. Game Stage 210. Das ist eine ganze Ecke mit unserer Ausrüstung, ehrlich gesagt. Deswegen etwas aufpassen. Hm? Wo sind die Herrschaften? Da ist auf jeden Fall schon mal ein Geier. Burning Man. Oh, ho, ho, ich sag doch eine ganze Ecke auf unserer Game Stage. Muss ich etwas aufpassen? Na, Burning Man? Die habe ich zuerst gar nicht gesehen, die gute du. Auf jeden Fall gibt es hier etwas Spirit. Vor allem kommt hier ja auch am laufenden Band von draußen was, ne? Hippala! Wow. Das klingt wie Captain Kotz zu viel. Das ist Rudi!
Gut. Die Robin. Okay, wer kommt da? Der Stevie. Guck mal, da ist noch ein grünes Dämchen. Ich glaube nicht, dass ich die so erledigt kriege, aber wir probieren es mal. Doch. Doch. Bogenskillen hat sich bezahlt gemacht. Okay. Hier ist auf jeden Fall noch Holz. Nehmen wir mit. Den haben wir jetzt zumindest. Könnte noch Honig drin sein. Ist sogar ein Glückwunsch. Danke. Ja, ja. Danke, danke, danke. Danke. Sind die jetzt alle aufgewacht? Au! Was war das? Eine Schlange. Ich glaub's ja nicht. Die Schlange. Verzieh dich, du Kritönkviech. So, ihr seid normal, ne? Halt, wie du abgebrochener. Misch dich hier nicht rein, das hier ist hier für große Jungs. Gut, das waren wo alle Campingstühle, die hau ich mal ab. Ich glaub's immer noch mit dem. Was ist so einer? Militärstoff, aber... Bis jetzt noch nicht das Glück gehabt, aber ich mach da weiter. Definitiv weiter. Jupp, da hat sich schon der erste gesprengt. Dürfte uns eigentlich nicht passieren, es sei denn, wir stehen zu dicht dran. Gut. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Danke. Moni haben wir wieder drin. Sehr schön. Dich nehmen wir mit. Dich haben wir schon. Lootmäßig lohnt sich das hier auf jeden Fall. Man muss nur etwas aufpassen, ne? Fahrzeugfertigung? Bisschen trübes Wasser, du kommst mit. Hier haben wir noch was. Naja, gut. Auch wenn hier jetzt nicht allzu viel ist, das ist ja nur wirklich Mini-Format. Das war wohl zu doll, der ist weg. Da habe ich doch glatt den ganzen Hund zerfleddert. Das konnte man essen, auch wenn das super viel Durst macht. Aber ich glaube, der Hund kam auch von draußen. Ich glaube nicht, dass der zur Quest gehörte. Gut, hier kommt bestimmt Kohle raus, vermute ich mal. Aber das interessiert mich jetzt herzlich wenig. Da, guck mal, die kommen hier am Laufen der Monty, guten Jungs. Na, tschüssi. Der sprengt gleich die Dynamitfässer mit. Okay. Die Benzinfässer. Auf jeden Fall wollte ich doch nicht stehen bleiben. Und der Grund, warum ich den Bogen benutzt habe, ist auch ganz einfach. Wir kennen das Zestöde, also der Gute Wesland. Zu viel Ballern verursacht Dauerhorn. Deswegen zwischendurch der Bogen. Ich kann jetzt aber nicht behaupten, dass hier besserer Loot ist. Auch wenn es eigentlich so sein sollte. Fahren wir erstmal zum guten Hug zurück. Der Hug oder Haug. Ich nenne ihn mal Haug. Ich glaube, das wird Haug ausgesprochen. Bin mir da aber nicht ganz sicher. So, mal dort dahin. Das kann rein, das kann erstmal, das können wir ins Mobile legen. Honigrind, der kann raus. Den können wir zerlegen, den genauso. Rein, rein, rein. Du gehst definitiv erstmal rein. Dich können wir verkaufen. Rein, rein, rein. So, wo denn mal? So, gut, Eis kommt gleich. Ja, ich weiß nicht. Im Wessel bin ich mal etwas angespannt. Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Aber das heißt nicht, dass ich in den mache.
Gut. So, meine Führer, irgendwas kriegen wir denn für die Quiz? Money, Klebeband, Taschenmod brauchen wir jetzt wirklich nicht. Das haben wir auch schon. Die Ballonmütze auch nicht. Klebeband können wir auch selber machen. Zumindest bei den ganzen Money. Wir nehmen den Money. Gut, besorgte Zombies haben wir hier noch. Wo ist das? Biscuits? Was ist denn Biscuits? Egal, werden wir gleich gucken. Hier, nimm. Moni werde ich jetzt definitiv auch ein bisschen mehr im Inventor lassen. Das brauchen wir hier. Mit Sicherheit. Schön, so. Tür zu. Kann nicht wundern, warum ich die Tür zumache. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Mir ist es noch nicht passiert, aber mir wurde gesagt, dass in der A21 die Zombies die Händler töten können. Dessen gehe ich nur auf Nummer sicher. Ich habe keine Lust, dass sie mir den Händler kaputt hauen. Wie es aussieht, ist es die kleine schöne Hütte hier. Oder? Nee. So ein kleiner Cowboy ist dort. Mitten im Wasteland. Okay. Die hier ist es. Gut, wer weiß, wo hier überall was angekrochen kommt. Wir starten die Quiz. Ach, kann ich auch nicht gleich. Aus Sicherheitsgründen schon mal die Waffe in die Hand nehmen. Die ist zu. Wo müssen wir denn hier rein? Hier war die Quiz. Hier vielleicht. Hier. Ah. Gut, gut. Hier sollte ich aufpassen. Mich würde es nicht wundern, wenn hier auch irgendwas um die Ecke steht. Da haben wir auf jeden Fall einen Herrn. Gut, gut. Mehr haben wir hier nicht, oder? Nein. Gut, dann gehen wir mal voll wieder, mein Freund. Was haben wir hier drin? Pipi? Toilettenpapier, okay. Wo ist nix? Die ist verschlossen. Das, was ich mal machen sollte, sehe ich gerade. Die Waffe hier reparieren. Besser wie das? Ist sie nachgeladen? Jo. Das ist der Holby. Ja, hallo Holby. Der klebt doch nicht durch am Fenster, Mensch. Das tut auch nicht Not. Sag mal, sollen wir jetzt wie so ein Toilettenspanner hier oben rüberkriechen oder was? Das muss doch auch nicht sein. Was geht hier oben wohl denn, ne? Und den hier drin, ne? Das ist die Tür, die unten. Aber ich bin doch nicht bescheuert. Wenn ich hier runterspringe, das ist doch Selbstmord. Dann machen wir anders. Das ist mit Sicherheit Selbstmord. Da kommen die garantiert wieder von allen Seiten. Oder auch nicht? Ich hätte gedacht, wenn ich hier runterspringe, dann kommen hier die Zombies. Man kennt ja mittlerweile die Funbeams, ne? Okay, zumindest wäre hier noch Money. Das ist auch schon mal was. Jo, Pfeile nehmen wir gerne. Ich springe hier nicht runter. Das könnt ihr vergessen. Das ist Selbstmord. Das machen wir anders. Mal raus hier. Wir gehen hier drin. Ist einfacher. Auch wenn ich gerade keinen Zombie sehe, heißt das natürlich nicht. Nee. Guck, da. Doch, hier sehe ich. Den habe ich eben nicht gesehen. Da liegt der gute Mochi. Der wäre schon mal erledigt. Okay, das ist ein Joel, aber da ist doch bestimmt noch was Grünes drin oder so, ne? Oder? Ach, das Alleinchen. Da habe ich jetzt mit mir gerechnet. Im Grün rechne ich dauerhaft. Hier im Wesley. Nimm weg.
nehmen wir. Das nehmen wir mit. Ah, ich schmeiß mich jetzt mal raus. Aber wenn ich hier die ganze Zeit esse, dann brauche ich so viel trinken. Da kriegt man immer so ein Durstfühl. Wo ist nix? Wo ist nix? Deko mit. Oh, Alter, was ist denn das für eine Todesfalle hier? Schon wieder runter. Den kannst du aber essen. Den kannst du den gleich hinterher trinken. Hast du ein bisschen Durst? Sehr schön. Warte mal. Nehmen wir in die Hand. Ja. Ich hab's gesehen. Da sind Grüne. Gut, Quest wäre fertig. Das ist doch wieder so ein Ding, wenn man da ganz normal runterläuft mit einem Keule in der Hand, dann bist du so gut wie tot, weil die machen ja so einen Schaden. Gleich einen raufgeditscht kriegen. Nee, die Fehler mache ich nicht mehr. Da schieße ich lieber. Scheiß auf Muni, die kann man wieder herstellen. Auf jeden Fall haben wir jetzt den schönen Hauptloot. Gut, den gungeln wir mal. Bidi, bidi. Da ist nix, dann lassen wir hier reingucken. Ach, raus. Kürbis nehmen wir mal mit, da haben wir nicht wirklich viele von. Ein Kochbüchlein, danke. 94 von 100 haben wir. Haben wir fast alle. Was ist das? Panzerberechende Robotik geschützte Munition. Hast du es satt, dass du deine gesamte Munition an gepanzerten Gegnern verschwendest? Zerkleinere sie wie Butter mit diesem Rezept für Hightech-Munition. Fertige, panzerbrechende, robotik, geschützte Munition. Nehmen wir noch gerne mit. Allgemein nehmen wir alles mit. Oh, dann haben wir es voll. Da muss ich auch gleich mal Lugi-Lugi machen. Moment. Büchles? Das war jetzt was. Kunst des Bergbaus auf jeden Fall nett. Technik viel war das. Fertige alles an robotik, geschützte Turm auf einmal. Also, wir können die Pakete jetzt machen. Okay. Sonst ist doch nix. Gut, den lass mich hier mal raus. Ich fühle mich hier nicht wohl. Aber fertig sind wir hier noch nicht. Und mach mal Tür auf. Gehört sie so auf, wenn sie nicht mehr da ist. Gut, wir fahren sofort zu Jip zurück. Hundi! Der fällt mir doch sonst in den Rücken. Genau. Ah, solange man es nicht übertreibt mit Schießen, geht's. Wenn man es aber übertreibt, denn ja, haben wir hier ganz schnell Halligalli. Jo, nimm mit. Lohnt sich. Diese Geräusche hier, ne? Warte mal, ich park hier direkt zwischen zwei Müllhaufen und lass die liegen. Naja, gut. Ich hab schon geahnt. Ja. Da ist ja schon wieder so einer. Der pumpt doch schon wieder. Gut. Hast du noch irgendwelche Pfeile für mich? Nö. Keine Pfeile? Junge, du machst dich unsympathisch. Pack die darauf. Gut, wir fahren erstmal zurück. Quest abgeben. Mal sehen, was wir jetzt Schönes kriegen. So, ich hoffe, der kommt jetzt nicht hinterher. Da war eben Bär hinter mir her. Ich hoffe, ich habe ihn abgehängt. Hier, hau rin. Muni, lass mal eingesteckt. Das kann erstmal rin. Das Dors. Hier nochmal. Ah, gut. Lass mir erstmal hier. Du bist später wahrscheinlich verkaufen. Ich habe keine Lust, mich hier mit dem Zombie-Bären anzulegen. Da ist auch schon wieder so einer. Komm mal her, du Klappstuhl-Mensch. Aber irgendwie ist das hier gerade so ein richtig, allein schon durch die Geräusche, so ein richtig, ich weiß nicht, Gefühl, was ich wie die Pest hasse, aber doch absolut genial ist. Also, hier kommt mittlerweile gute Atmosphäre auf. Ist doch schon irgendwie schön.
den. Something you want to buy or trade? Money. Ansonsten, na, Reparaturkits könnte ich auch gebrauchen. Money aber auch. Aber Money habe ich allerdings im Moment sehr gut. Ich nehme mal die Reparaturkits. Sehr schön. Hast du noch irgendwas? Ah, gut. Na, muss ich gucken. Ich glaube, wenn man sich ausloggt, wir sind mich vor heute erstmal am Ende, werde ich sowieso jetzt erstmal rennen. Hier ist noch Muni. Bevor ich weiter aufnehme. Und ich glaube, wenn man sich einen ausloggt, dann kriegen die eh neue Quests. Das war zumindest ein A20. So, hier eine A21 habe ich noch nicht drauf geachtet. Den gucken wir dann nochmal. Dann bedanke ich mich bei euch natürlich fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssi!